begrüße ihn hiermit sehr herzlich, darf ihn kurz vorstellen. Es ist ja sozusagen ein Burgenland-Vormittag. Auch Herr Heinz ist in Eisenstadt tätig. Er ist Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker, Philosoph und Bildungswissenschaftler, war an vielen europäischen Universitäten tätig und leitet die Stabsstelle Forschung an der privaten Pädagogischen Hochschule in Burgenland. Er ist außerdem Alexander von Humboldt-Alumnus und Vorstandsmitglied der Rose Ausländergesellschaft. Ich freue mich immer, wenn wir zusammen etwas machen können. Das ist vor allem im Zusammenhang mit Musil in den letzten Monaten und Jahren häufig der Fall gewesen. Und es ist auch diesmal so. Und ich darf dich, Martin, um deinen Vortrag bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Freude, wieder, wenn auch nur online, teilnehmen zu können, wie Arthur Böldert schon gesagt hat. Und ich gehe gleich in medias res. Es ist eine Eigentümlichkeit Robert Musils, dass man einerseits mit Bezug auf ihn oder von ihm ausgehend zu praktisch jedem Thema sprechen bzw. schreiben kann, unter dem Rubrum, es sei eine Theorie zu Musils Gedanken, Welt und Werk, wie das auch das Kommentarprojekt von Walter Fanta und nun Arthur Böldl ja wunderschön zeigt. Musils Werk und vielleicht insbesondere darin sein Nachlass, ein Text sui generis als literarisch-philosophisches Laboratorium, nämlich ist die Realität und Inszenierung der eigenen Unentschiedenheit. Verstünde man es anders, gelangte man schließlich ja zum Schluss, Musil sei mit seinem Mann ohne Eigenschaften gescheitert, was selbstredend eine Blasphemie wäre, schon ehe von der Theologie die Rede ist. Dementsprechend diese Edition und diese Kommentare und Kommentierungen Musils. Fanta schreibt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Edition wird im digitalen Archiv, im Online-Museum zu einem Spiel, zu einem Experiment werden, wie das Schreiben selbst es war. So und darum anders ist es. Und das, wo es diesmal nicht einmal ein Thema eigentlich geben mag, denn Robert Musils Theologie ist eine Mystik, gegenstandslos, wie es sich für Theologie, die Gott nicht zum Gegenstand hat, gehört. Musil was interested in that nameless power of concentration, so David Luft, wobei ein Name immerhin Anrede gestattete. Mystik ist kein Thema, vielmehr ein Zustand, schreibt auch Leopold Federmeier zu Musil und nicht zu dessen Mystik. Und an Marx schreibt infolgedessen über deren Medium dann auch dies. Das führt mich nun selbstverständlich zu der Sprache. Sie entspricht im Mann ohne Eigenschaften dem Vorhaben selbst. Sie ist zum großen Teil programmatisch, deklarativ, kritisch, in der Unmöglichkeit zu einem Abschluss zu kommen, ist die mystische Aussage enthalten. Also ein und kein Thema. Und sowieso kann man sich dabei nicht und kann es nie einfach affirmativ hinter Musil gleichsam verschanzen, denn Deckung bietet er einem ja nie. Idiosynkratisch oder mindestens ironisch ist er immer. Auch das zeigt das Projekt, dem sich auch diese Konferenz verdankt. Es sind minutiöse Arbeiten, die hier von Arthur Böldl und Co. Geleistet werden. Wenn man zur Laientheologie bei Musil spricht, könnte man also ohne Netz und doppelten Boden zum Laiengott etwas sagen, dessen nicht erwachte Absichten etwas Amateurhaftes ausdrücken oder auszudrücken scheinen. Die Kontingenz. Im Kontext der Theologie und insbesondere jener Musils eben gewinnt dieser Begriff seine spezifisch kreationstheologische Ausprägung als Ausdruck der freien Willensnatur des Schöpfergottes, der sich in seinem tiefsten Wesen, gerade in der Kontingenz, des durch sie nicht Begreiflichen offenbart, wie man mit Ingrid Berger festhalten kann. Musil als Dichter erhebt nicht den Anspruch, in der Beziehung von Ulrich und Agathe eine Wirklichkeit zu konstituieren, die vorgibt, universell zu sein oder sie zu finden und zu fassen. Schöpfung ist eine Stümperei, aber höherer Art, stümperhaft nach dem Maß nur jener, die Realität als Excel-Tabelle auffassen.
Man wäre dann schnell bei dem, was Arno Schmidt allerdings ironisch formuliert, der unter anderem den Bildungsstand des nicht humanistisch gebildeten Jesus, immerhin so etwas wie Gott, Gott Junior, beklagte. Kurzum, die Zitat, mir ungenügende Persönlichkeit des Jesus von Nazareth, wie es da wörtlich heißt. Welcher Religionsgründer, vor allem aber welchen Gottes? Und das auch noch so kolportiert. Die Bibel ist für mich ein unordentliches Buch mit 50.000 Textvarianten. Das ist dann schon in den Prozessakten Arno Schmidts unter anderem wegen Gotteslästerung zu finden. Man kann nur auf dem Weg in sie, in die Kirche hinein oder aus ihr sein, offenbar auch in Musils Augen vielleicht, was, in diesem Rahmen setze ich das als bekannt voraus, noch der Name Ulrich nahelegt, nämlich im Kontext des Schaffens Musils, wo der Name Ulrich, den Musil dem Helden dieses Romans gibt, oder Antihelden, Assoziationen zu einem der frühen Projekte zulässig erscheinen lässt, das den Titel der Antichrist oder auch der Teufel tragen sollte. Es ging dabei um einen Doktor der Philosophie, der sich kurz vor seiner Habilitation der Theologie zuwendet und als Priester an die Wiener Pfarre St. Ulrich kommt. Gott also, dessen Schöpfung verheißt jedenfalls etwas Problematisches und darin ist dann Kakanien selbst geradezu natürlich göttlich. Die Gegend, nämlich wo man am besten zweitbester und sogar noch besser Vorletzter sein konnte, darauf achtend, dass man sicher die zweitschwächste der Großmächte blieb, mit und in einem unverstandenen Staat, unverstand wie nur Gott, Sie kennen die Passage sicher, problematisch wie alles, was durch ihn sei. Übrigens damit auch die und für alle Erlösung, der alles vielleicht immerhin zustrebte. Problematisch bedeutet auch generisch. Im Sinne einer Congregatio, das ließe sich von Baumgarten bis Badiou skizzieren, aber dies nur am Rande. Es geht, so formuliert Adolf Holl, dieses Temporale, das in der Gottesfolge eine dementsprechend positiv gemeint Politik kennzeichnet, die dieses sie kennzeichnet, die wiederum nämlich zulässt und bin beinahe sogar institutionalisiert, klar und nicht ohne Witz, um ein Weiterwursteln, Zitat Holl. Eine Nobilitierung dessen, was den laienhaften alltäglichen Wahnsinn sonst als nicht mehr denn dies Wahnsinn erscheinen ließe. Und Wahnsinn ist es ja auch, vielleicht ist es kein Zufall, dass Angela Maria Kochs, die diesen Wahnsinn, diesen laienhaft alltäglichen Wahnsinn feststellt, dass sie in ihrer eigenen Lebenslauf, in ihrer Musilstudie Chaos und Individuum, diese Formulierung verwendet und sich gleichzeitig im Lebenslauf bezeichnet als Philosophin und Ex-Hausmeisterin. Die angebliche Antithese zwischen der esoterischen Haltung des anderen Zustands und dem rein exoterischen Standpunkt der Laientheologie ist jedenfalls keine. Adolf Holl riskiert nicht unähnlich die Verbindung einer Pathos-Formel mit dieser Formulierung, um anhand dieser Spannung zu zeigen, worum es gehen mag. Fortwurschtler aller Länder, vereinigt euch. Die Erlösung ist also eine in der Zeit, die keine Erlösung vorgibt, sondern Leid versteht, quasi im Sinne von Hegel bis Hebel, nämlich folgender Formulierungen. Im Schmerz empfindet der Mensch seine Subjektivität, so Hegel. Die Evidenz ist also das radikal Subjektive, womit es, nochmals Hegel, der Objektivierung des Schmerzes bedarf, jedenfalls wenn er eine systemisch-epistemologische Würdigung erfahren soll. Für sich ist er Störung in seiner Evidenz. Und sei es die Gottes, aber auch dann indirekter Dignität, wie in Hebels Gedicht, das Urgeheimnis, worin es dann eben heißt, wie der Schmerz entsteht, nicht anders, mein Freund, als das Leben. Und das führt eben zum Menschen als einem Schmerz nur in Gott. Ohne diesen Fingerzeig oder Schmerz ist nichts, worum es gehen könnte, und zwar vor allem nicht in Gott, der zugleich darauf antwortet oder darauf zu antworten nötigt, jedenfalls Gläubige. Es gibt das kleinste mögliche Ganze, aber vielleicht nur, weil es bezüglich der Ganzheit mit etwas Ganzem korrespondiert, der Idee des Ganzen, hinter allem, was nur darum so halb oder vorläufig erscheint. Gott kann das nicht fassen, was er wäre, als Bild jedenfalls nicht. Es ist eine Art
Textualität gegeben. Wofür der Blick eines Gottes nicht groß genug ist, dafür reichte der Aphorismus, der gelesen werdend irreduzible Repräsentanzen gebiert. Messianisches ohne Präsenz, wie sonst. Man gestatte hier die sogleich schockhafte Montage, entschieden vorausweisend, nämlich auf etwas, das Musil noch nicht bedenken kann und muss, das man aber heute zu bedenken hat, seit etwas über 4 Wochen deutlicher, nämlich mit Taubes die Unmöglichkeit mancher Dialoge. Man muss anerkennen, dass Dialoge nicht möglich sind, weil man ja keine Toten beschwören kann in manchen Fällen, so Jakob Taubes. Zu diesem Zitat muss man nicht erklären und kaum erklären, dass Taubes kein einfacher Zeitgenosse war, das widerlegt ihn indes natürlich nicht. Statt des Endes gibt es nicht einmal dies, sondern das Geschilderte wird zur Unterbindung seiner Negierung, damit etwas kommen kann. Liebe vielleicht, und zwar gerade in der Erlösung, die ein Problem ist, nicht nur angesichts dessen, was gerade gesagt wurde, sondern auch in dem Sinne, dass Erlösung final gedacht, ausgerechnet der Liebe als Bedürftigkeit nicht mehr zu bedürfen scheint. Wenn dann das Reich Gottes da ist und alle auferstanden sind, was brauche ich dann Liebe? Dann sind wir doch perfekt. Der Witz ist bei Paulus, dass ich auch in der Perfektion kein Ich bin, sondern wir ein Wir sind. Das heißt, die Bedürftigkeit ist in der Perfektion selber. Deswegen geschieht sie schon zuvor, beziehungsweise gerade eben nicht so ganz. Dieser Gott verfährt in einem hochgradig unlogischen Schöpfungsprojekt so, wie darum unlogische Berichte sagen, illegitim. Kommunikation ist sowieso ein Unding, erst recht, wenn ein absurd scheinender Gott seinem Geschöpf, dem er aber wegen dessen Insuffizienz absurd erscheinen mag, sich offenbart. Aber so vermittelt, dass die Offenbarung Verschlusssache bleibt. Immerhin das hat er mit seinem Geschöpf gemeint, das ansonsten gottlos ist, vielleicht gerade, indem es eine Art von Reinheitsphantasma exekutierte, worauf noch zu kommen sein wird. Moosbrugger mit anderen Worten. Dessen Haltung war breitbeinig und militärisch, dieses Lächeln war es, was die Berichterstatter des Gerichtssaals am meisten beschäftigt hatte. Es mochte ein verlegenes Lächeln sein oder ein verschlagenes, ein ironisches, heimtückisches, schmerzliches, irres, blutrünstiges, unheimliches. Sie tasteten ersichtlich nach widersprechenden Ausdrücken und schienen in diesem Lächeln verzweifelt etwas zu suchen, das sie offenbar in der ganzen redlichen Erscheinung sonst nirgends fanden. Es erklärt sich auch nicht, was so erscheint. Oder er hat sich aber nur sich schon erklärt. Immerhin gehört dagegen zu Gott die Theodizee. Zu erklären, warum ein absurder Schöpfer und oder dumme Geschöpfe bestehen. Aber genau das ist hier oben die einzige Kommunikation. Das Bedürftige erfährt sich als perfekt. Man hat gelernt einzusehen, so Dirk Becker, dass Kommunikation scheitern kann. Ich habe da, glaube ich, Rückkoppelungen übrigens. Hier lernt man, wie sie scheiterte, wo sie nicht scheiterte. Paulus ist einer der Mittler, die vielleicht darum etwas zu sagen haben. Er ist legitim, er hat allerdings überhaupt keine Legitimation. Und es besteht da sozusagen ein Zusammenhang zwischen Illegitimität und Legitimität. Paulus, der illegitime Apostel einer Illegitimität, wie Taubes illegitim sagt. Ich habe ja Taubes immer wieder einmal verteidigt, schreibt beispielsweise Dieter Henrich, oben zu sehen, aber es ist wahr, er arbeitete nicht ernsthaft. Lauter Laientheologie zum Laiengott, der, wenn er und Gott ist, ein Dilettant ist, und oder als einer erscheint, der nur dilettantisch, also sich delektierend, sich erfreuend, amateurhaft beziehungsweise liebevoll verfahren könnte und verfahren haben könnte. Sein Priester wäre ein Mann ohne Eigenschaften, Robert Musil, oder ein Mann ohne Beschwerden, Franz Schuh. Klagen sind performativ, sie machen logischerweise subjektive Enttäuschungen zu einer tragischen Welt.
Wer nicht ständig Beschwerde führt, hat manche nicht. Und wer sie in Aktion übersetzt, Revolutionen sind durch konservierende Dummheit gehemmte Evolutionen. Aber darum nochmal. Revolutionen sind durch konservierende Dummheit gehemmte Evolutionen, aber noch Dummheit wäre da fast Befund und Anlass. Warum verteidigt Musil wieder ihre Verächter sozusagen mit Verweis auf Erasmus von Rotterdam? Erasmus von Rotterdam hat in einem entzückenden und heute noch unverbrauchten Lob der Torheit geschrieben, dass ohne gewisse Dummheiten der Mensch nicht einmal auf die Welt käme. Und die Hemmung wäre ja auch als Messianismus des Nichtkommens lesbar. Es reizt den, der die Macht hat, weniger, wenn der Schwache nicht kann, als wenn er nicht will. Dummheit bringt ihn sogar in Verzweiflung, also unverkennbar in einen Schwächezustand, so Musil. Und Franz Schuh, was? Sie kennen den Franz-Josefs-Bahnhof nicht, haben Sie Ihr Taxidiplom beim Brustschwimmen gewonnen. Das ist der Abgrund der topografischen Inkompetenz vom aber sozial ebenso inkompetenten Fahrgast vorgetragen. Bei Schuh nicht Musil, aber mit in etwa dessen Ironie. Die Genialität und die Dummheit hängen unlöslich zusammen, vielleicht eben als Laienhaftes. Dagegen, was wäre und wie traurig Profi-Gottheit und Profi-Theologie. Verzagt erscheint das, was als ängstlichen Hochmut, den die sinnliche Laienwelt in einem Klostermann erregen muss, wenn er sich unvorsichtig mit ihr abgibt, Robert Musil beschreibt. Die Laien, die den Nicht-Klerus repräsentieren, sind dabei jene, die allerdings in der Sinnlichkeit gerade zu nüchtern sind, vielleicht beziehungsweise subjektiv ebenfalls. Jedenfalls, ich verweise da so am Rande auf die recht neue Studie von Florenz Schwarzwälder. Klerus, verschreckt vor dem eigenen Wahnsinn, immerhin dann doch verschreckt. Nicht verzweifelt, die Gewissheit ist das, was wahnsinnig macht. Das findet sich in Musils Tagebüchern, wenn ich nicht irre, man ist ja nie gewiss, allerdings schon zuvor in Nietzsches Ecce Homo. So bleibt ein menschlicher Gott, menschlich wie der eigenschaftslose Mann, also nur bedingt menschlich. Und ohne ihn bleibt der Mensch, der sich einrichtet in seiner Welt. Die Welt als Cyberspace, aber diese Konstrukte aller Cyberspace sind gerade nicht bloß virtuell, sondern doch wieder als kybernetische Medien des Austauschs Benutzeroberflächen, die Benutzertiefen werden, Lesbarkeiten, statt einer allzu einfachen Immersion. Und auch der Immersionsbildschirm wäre ja eine Schnittstelle. Der Bogen dazu findet sich in Federmeyers Musil-Lektüren. Die Eigenschaftslosigkeit finde man, schreibt er, am liquiden User wieder. Arkanische Gespenster sind so die User, die es gar nicht mehr geben mag. Federmeyer schreibt, möglich, dass alle diese unzähligen User gar nicht existieren. Sie sind nur Namen, Zahlen, Konten, Gespenster. Vielleicht haben sie einmal existiert, jetzt nicht mehr. Das sind die Voraussetzungen, also die notwendigen Virtualitäten. Diese Voraussetzungen sind dabei jenen verwandt, unter denen alles Auslesen des Seins geschieht. Aufmerksamkeit ist ein entscheidendes Instrument, auch im Cyberspace, auch im kybernetischen, und welcher Raum wäre, wie gesagt, keiner. Es dauert und nichts passiert und es ist schon zu viel passiert. Das lähmende Rendezvous mit dem reinen Zeitvergehen nennen wir Langeweile. Ist es nicht lähmend? Ist es dann messianisch? Safransky bemerkt dazu einiges. Die PowerPoint wird online verfügbar sein, weshalb ich dann überspringe, also einblende und zugleich überspringe. Messianisches Denken, dem, obwohl oder weil es nicht Antizipation sein mag, das zuteil werdend ankommt, worum Willen es messianisch ist oder wäre, kennt Langeweile. Indes als eine, die sich ihm aber in einem religiösen oder metareligiösen Sinn erschließen werde. Alterität besteht messianisch in der Identität, wie schon immer etwas komme, vielleicht innerhalb des Subjekts und oder als Konzepts selbst. Wenn es keine gute Gelegenheit gibt,
muss man eben sich selbst als die gute Gelegenheit ergreifen. Das, was ist, ist aber geworden, und zwar mit einer Notwendigkeit dieses Verstreichens von Zeit. Zeit ist dabei Widerspruch, nicht Zugriffszeit. Zeit wäre in diesem Sinne bloß ein gesetztes, womit oder damit sie nicht stattfindet. Wenn es Langeweile gibt, dann weil es Geschwindigkeit gibt, und zwar als das, was man auf der kürzesten Strecke der linearen Zugriffszeit zwischen A und B erreicht. Der Rausch der Geschwindigkeit erzeugt selbst Langeweile. Elisabeth Lenk schreibt dies und in der Folge den für sich sehr schönen Satz: Eine Kuh raste mit 80 Kilometern Geschwindigkeit auf mich zu. Vermutlich 80 Kilometer pro Stunde. In den Heiligen Gesprächen nähert Ulrich sich dem Heiligen Weg mit der Frage an, ob man wohl auch mit einem Kraftwagen auf ihm fahren könnte. So schreibt Rebecca schnell, um fortzusetzen: Dies ist nicht als bloße Provokation zu verstehen, sondern vielmehr als konstruktiver Zweifel, der Offenheit für das Denkmögliche bzw. Denkunmögliche schaffen soll. Wir sind in einer Welt und einem Text, der in so vielem ohne Anerkennung vorbildlich ist. Einem, worin es Tempo, aber nicht zu viel Tempo gibt. Natürlich rollen auf dieser Straße auch Automobile, aber nicht zu viele Automobile. Man bereitete die Eroberung der Luft vor, auch hier aber nicht zu intensiv. Man ließ hier und da ein Schiff nach Südamerika oder Ostasien fahren, aber nicht zu oft. Welche gegen Sakralmotorisierung vielleicht die dimensional einfallslose Rasanz? Die Dauer ist der Anfang und das Nichtende, das nicht enden wollen. Ich darf hier und darf auch nicht auf etwas kommen, das ich zu der Zeit, und zwar jener der Schöpfung, einmal schon vortrug. Ich verweise sozusagen ganz kurz darauf. Das bisschen, was man lese, schreibt man sich selbst, heißt es mit Tucholsky gerne, genau mit einem im Zoom geschriebenen Satz, etwa von Zill in dessen Blumenberg-Biografie. Und auch bei dem bisschen, was ich schreibe, zitiere ich mich nun auch noch selbst. 7 Tage, erster Tag, die Schöpfung hebt an. Das Wort ist bei Gott und das Wort und die unsterbliche Seele singt der sündigen Menschen Erlösung, Klopstock. Jedenfalls solle sie das tun. Warum sollte man Theologie überhaupt sozusagen erzählen? Offenbar vermögen sozusagen topische Ordnungen jenseits des Narrativen etwas nicht auszudrücken. Scrisul este un mod de a incertine gandiria. Das heißt, Schreiben ist eine Art, das Denken zu verlangsamen. Diese Dauer ist das, wodurch das, was Schöpfung sei, nicht Objekt derselben ist, sondern notwendiger Aufschub, messianisch. Wo der Profigott dem Profitheologen eine fertige Welt bietet, sind sozusagen Fehler in der kristallinen Gitterstruktur das, was Schöpfung der sie diskutierenden Theologie gegenüber und mit ihr als Teil des Diskutierten das Schöpferische anzusehen ist. Götter, erst recht solche, die nicht den Olymp als Wohngemeinschaft betreiben, sondern Einzige zu sein beanspruchen, erfüllen nämlich nicht fremde Wünsche, erledigen nichts, wie man der Welt nach 7 Tagen Schöpfung, Fusch, irgendwie auch ansieht, sondern sie schöpfen. Das Schöpfungswort als in der Zeit gelegenes ist zu denken. Schöpfung durch Dauer. 7 Tage, wovon als integraler Teil einer das Ruhen gleichsam erzeitigt. Ein Nachreif, das durch diese divine Auflösung der Projekte und Absichten, der Antizipationen und Berechnungen möglich wird, wie Jean-Luc Nancy schreibt. Schöpfung also durch Tachinieren, das sich übrigens auch durch das Tachinieren aus dem Tachanieren entwickelt haben soll, wenn man die Etymologie dieses Worts anschaut. Objekte sind das Schrecklichste, Tachinieren ist das Zweitschrecklichste. So könnte man ja in vollständiger Außerachtlassung jedweden Kontext Karl Kraus zitieren, es ist der 7. Tag. So beginnt also eine produktive Stümperei, worin aber, was in einer Theorie Fehler sein mag, aufgrund literarischer oder göttlicher Praxis verlauf wird, eine vollkommene Durchsichtigkeit, die Musik sich erst im Schreiben abgewann, wie Canetti übrigens notiert. Brüche, die in der Theorie Fehler wären, sind in der Literatur, also auch in der Bibel, vielleicht gerade in ihr, Chancen. Gott rechnet anders und das ist nicht nur spöttisch gemeint. Undenkbar
die schönen ungelösten Spannungen in der Zeit, nämlich durch die Vision, wie wir sie kennen, wieder zu zerstören. 4:3 ist science-geschichtlich alles andere als unser Dezimalbruch 1,3 periodisch, schreibt Friedrich Kittler. Fluss kann nicht so präsent sein, dass nichts an ihm als Repräsentation schon stört. Realpräsenz, und sei es diese, ist der Traum und dann doch eher Albtraum der Religion. Dagegen steht das Zeugnis, das impliziert, es gäbe keine Präsenz. Vielleicht ist es kein Zufall, dass das Novum Testamentum ebenso wie im Nachrichtenwesen das Not Testified mit NT abgekürzt wird. Theologie also ist einerseits zwar die unverzichtbare Analyse der Narrative, auf die sie sich bezieht, aber andererseits ist da doch das Erzählen supplementär noch ganz am Werk. Sie ist das Eingedenken, zwar das Eingedenken der Zeit wie des Texts. Wie aber kommentiert und interpretiert man dann? Das Epiphanische wird zitiert, aber auch paraphrasiert und dadurch in einen Schwebezustand gebracht, in eine Art glückliche Überraschung transformiert. Musil lässt sich überraschen, noch durch den schon erwähnten Moosbrugger, an dem die guten Erklärungen Verdrehungen sein dürften, der vielmehr, indem er seinen Schatten in falscher Weise sozusagen exterior wahrnimmt, gleichzeitig die Pathologie einer oder der Metaphysik selbst sein könnte. Moosbrugger schildert, dass er stets von Geistern verfolgt werde, die ihn bei Tag und Nacht riefen. Doch dies war keine Geisteskrankheit und Moosbrugger mochte es nicht leiden, wenn man derart davon sprach. Er putzte es freilich selbst manchmal mit Erinnerungen an geistliche Reden auf. Klar aber sei, Moosbrugger behauptete, dass er kein Lustmörder sein könne, weil ihn immer nur Gefühle der Abneigung gegen diese Vertrauenspersonen beseelt hätten. Und er habe seine Opfer nicht verletzen oder töten wollen. Alles sei Gesamtprodukt mehrerer Umstände, in erster Linie durch die hartnäckige Verfolgung des unglücklichen Opfers selbst geschehen. Flüchten wollte er mit einer geradezu überirdischen Anstrengung seiner Moral, wie Musil dann doch ironisch das wieder bricht. So formuliert es aber auch schon eben das Moosbrugger Vorbild Christian Voigt im von Musil bekanntlich interessiert verfolgten Fall, ebenfalls quasi für eine verquaste Rechtskonstruktion kämpfend, wie Sie unten lesen können. Diese notfalls mörderische Gesetzestreue, die da beschworen wird, verbindet sich mit einer Obsession und zwar der Eigentlichkeit. Der eigene Trieb wird zum Schatten, der Schatten zu dem, was nicht ihm zugehört, sondern das Opfer sein soll. Wo das Selbst hingegen Licht wäre. Ein eigentliches oder ein eigentlicheres Denken, Ego, Sein etc. verheißend, wäre nur die Verfolgung nicht. Nach seiner Freilassung zog Christian Voigt nach Bayern, so liest man. Natürlich unterstützte er die NSDAP. Der zweifache Lustmörder Christian Voigt starb 38 resozialisiert, Anführungszeichen natürlich, in Nürnberg. So bieder protofaschistisch endet und ist von Anfang an dieses Selbst, das mit so etwas wie sich vertraut sei. Das Bekannte wird bei Musil dagegen, er wie auch Ulrich ist quasi das ironische Komplement Moosbruggers unbekannt. So wie bei Klopstock übrigens auch die Bibel sich entzieht, also nicht Mimesis, sondern das messianische Selbst gegeben ist. Bekannt ist das ja nur aus Grundrissen, weshalb Erdichtungen zu schreiben seien. Nachdichtungen, die aber Nachdichtungen nachdichten, Evangelien ohne Ende, ab initio, aber ohne diesen Anfang eben, Gott sei, so Lofink beispielsweise, nicht darauf angewiesen, ein Buch durch einen einzigen Verfasser und auf einen Wurf abfassen zu lassen. Das ist Schöpfung in actu, geradezu nur ein Buch, an dem Jahrhunderte geschrieben haben, das immer wieder ergänzt und überarbeitet wurde, widerspricht der Inspiration nicht. Ein Testament bezeugt, das bezeugt wurde, entgegen Arno Schmidts Einwand von den vielen Widersprüchen. Das Verlaufhafte zeigt sich doch ja auch schön, wenn in zwei Evangelien die Genealogie Jesu lang und breit entwickelt wird, bei zuletzt dann einer Gotteskindschaft, die diese ganzen Erbqualitäten ad absurdum führt. Wir haben dann also den Messias ohne Eigenschaften.
Im Falle Moosbruggers bedeutet das im Beschreiben in maximale Distanz durch vielleicht auch maximale Annäherung zu ihm sich zu begeben. Nicht das Urteil über das Eigentliche, das es so nicht gibt, an den Anfang zu stellen, sondern eine Genauigkeit, die vielleicht das Eigentliche als Ungenauigkeit Moosbruggers fasst. Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, macht eine ganz klare Unterscheidung zwischen zwei Formen von Genauigkeit, wenn Genauigkeit tatsächlich eine Tätigkeit des Unterscheidungsvermögens ist. Auf der einen Seite die pedantische Genauigkeit, eine subsumierende Tätigkeit. Ich habe einen Einzelfall, der wird unter ein Prinzip subsumiert. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist der Fall Moosbrugger. Das heißt, die Frage eines verrückten Täters, der im Wahn, in Ekstase eine Prostituierte ermordet hat. Die pedantische Genauigkeit sieht auf die Tatumstände, sucht das Gesetz dazu herbei und urteilt darüber. Demgegenüber gibt es eine fantastische Genauigkeit, für die der Gegenstand nie nah genug sein kann. Das heißt, die Sache wird zerlegt. Verschiedene Motive werden in Seitenmotive, in Nervenregungen bis hin ins Unendliche zerlegt. Diese fantastische Genauigkeit führt dazu, dass am Ende dieses Prozesses, der schier unabschließbar ist, nicht mehr einfach geurteilt werden kann. Im Grunde wird ein urteilsfreier Raum erzeugt, in dem die paradiesische Existenz einer schwebenden Tat erscheint. So Josef Vogel in diesem Dialog. Daraus ergeben sich sehr, sehr viele Verse eines sehr, sehr langen Versepos. Ich habe schon auf den Messias angespielt. Oder aber Bücher ohne Ende. Im Falle Musils eines, das endlos einen bis zur Eigenschaftslosigkeit mit Eigenschaften oder Eigenschaftsoptionen geladenen Ulrich, also Eigenschaften ohne Mann, variiert. Nur am Rande verweise ich hier auf die Verfahrensweise betreffend naheliegenden und sicherlich allen Musil-Interessierten auch bekannten Text von Gerhard Rühm zum Mann mit Eigenschaften hin, einen Litanei-Roman 2022 erschienen. Dieser Ulrich findet das ebenso Unendliche an Moosbrugger, der in seiner Vereinzelung das Grauen des Menschen an sich berühren könnte. Der schöne Satz, Ulrich fiel irgendwie ein, wenn die Menschheit als Ganzes träumen könnte, müsste Moosbrugger entstehen. Moosbrugger oder in einem gewissen Sinne ein Moosbrugger dächte das dennoch nicht. Oder doch, vielleicht wäre es eine eben jene Genauigkeit, mit der der sonderbare Geist Moosbruggers in ein System von 2000-jährigen Rechtsbegriffen gebracht wurde. Gleich den pedantischen Anstrengungen eines Narren, der einen freifliegenden Vogel mit einer Nadel aufspießen will. Aber warum dann diese Langeweile in der ganzen Langeweile? Moosbrugger lächelte aus Langeweile, so Musil. Doch ein Antimessianismus? Andere Moosbruggers folgen ja auch. Zitat. Und während so Moosbrugger die Wiederholung ohne Differenz bleibt, ist Musil dazwischen. Musil, der unendlich viel verstand, weil er präzis sah und noch präziser denken konnte, verlor sich nie in einer Figur. Er wusste den Weg heraus, schob ihn aber gern auf. Das schreibt Canetti. Gerade der religiöse Text, den Musil vielleicht insofern schreibt, wie er selbst behauptet hat, ist immanent. Umgekehrt ist gerade der Text, der das ist, immanent, textuell, mindestens para- oder meta-religiös. Dieses Buch, so Musil über den Mann ohne Eigenschaften, ist religiös unter den Voraussetzungen der Ungläubigen. Damit ist es ja mehr denn religiös sozusagen. Aus dem Sprechen über das Heilige wird Heiliges sprechen. So schnell. Jetzt müsste sie einfach verstreichen, die Zeit. Jetzt, wann immer das ist, müsste man tachinieren. Das heißt schon, könnte. Man kann beruhigt sein. Der Herzschlag darf heruntergefahren werden, was übrigens Hexameter-Rezitationen begünstigen. Also tachinieren statt Tachykardie. Eine Katze weiß das. Wenn Gott Mensch werden kann, dann kann er auch Katze werden. Es ist vielleicht sogar viel plausibler. Das ist die Dauer dazu. Notorisches Fuschwerk, da es nur 6 Tage waren, die Gott zur Schöpfung veranschlagte. Seitdem wird an Sonntagen vom Menschen kompensatorisch gepfuscht. Man sollte stattdessen mehr ins Beisel gehen, doch so Franz Schuh, le Beisel n'existe pas, Jacques Lacan. Vielen Dank für Ihr Interesse.